Where is the Lien? Lien Chi. Was willst du? Du hast deine Mission verkackt. Geilkind lebt noch. Unmöglich. Ich geb dir nur noch eine Chance, Louis. Töte ihn für mich. Hallo? Es tut mir leid, Leute, aber ich bin krank. Heute werde ich nicht für euch sprechen. Deswegen habe ich mir einen professionellen Voice Actor geholt. Heute geht es um The Ligma J. Und die Kackersachen, die er macht. Fangen wir an. Warum sind deine Haare so fürchterlich? Ihr fragt euch wahrscheinlich, was für einen wundervollen Content der Liam J. macht. Nun ja, er macht alles. Interviews, Let's Plays, Reviews, FAQs, Gaming-Videos, Commentary-Videos, News-Videos, Reactions, Filme, Retalks, Ich bin dumm und Challenges. Challenges? Oh ja, es gibt lange Challenges, die wirklich für ein ganzes Video lang gehen. Aber es gibt auch kleine, lustige Aufgaben. Was zur Hölle war das? Ich glaube, Liam weiß, dass er unlustig ist und packt deswegen random einen Spieler ins Video, damit wir lachen. Also habe ich mal ein paar kleine Aufgaben für dieses Video rausgesucht, um ein lustiges Video für euch zu gestalten. Kein Scheiß! Ein Challenge. Wow. Random Einspieler Nummer 2. Ja, tatsächlich nannte man sowas auch damals eine Challenge. Was passiert hier? Finde super, wie du das 30 Sekunden lang abspielst, obwohl es nichts mit dem Video zu tun hat. Mamma mia! Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir, mein Name ist DMJ. Mann, ist das Intro kacke. Heute machen wir Challenges. Ich musste kurz das Datum checken, ich glaube, wir haben noch 2014. Ja, das ist der lustige Humor, den wir aushalten müssen. Scheiße. Digga, wer guckt sich sowas an? Ich will mich umbringen. Ich trage gerade ein T-Shirt. Okay. Ich teste jetzt, wie viele Oberteile ich anziehen kann. Und als ich schon ein T-Shirt anhabe, das ist Nummer 2. Außerdem ist das Video mit Chat-Trick nicht drin. Langweilig. So viele Oberteile hatte ich jetzt gerade an. Ich hoffe, ne? Das waren viele. Okay. Und was war jetzt die Challenge darin? So, für die nächste Challenge brauchen wir 3 Becher. Und ich muss jetzt da reinpusten und den denn da reinkriegen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Cool. Für die nächste Challenge brauchen wir dieses Blatt Papier.
Für diese Challenge. Für die nächste Challenge. Für diese Challenge. Für die nächste Challenge. Muss ich mich eine Minute im Kreis drehen und dann mit beiden Füßen auf dieses Blatt landen. WTF. Was ist das denn für eine dumme Kacke? Wer guckt sich sowas an? Außerdem geile Crocs, die du da trägst. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Ja. Okay, Echo. Stopp. Jetzt ist das Blatt Papier. Okay, war gar nicht mal so schwer. Okay, das fand ich tatsächlich ziemlich lustig, aber was ist das denn für eine lahme Challenge? Nur bis, dass ich jetzt, glaube ich, nicht mehr gerade ausgehen kann. Nein, warte. Und nun Kundenverarsch und Geldmacherei! Für die nächste Challenge brauchen wir einen. Genau. Die Aufgabe ist jetzt, diesen Besen mir in den Arsch zu schieben. Ah, 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 ah. Und die letzte Challenge ist... Tschüss. Das war's denn jetzt auch mit dem Video. Dieses Video hat 12 Minuten und 10 Sekunden meines Lebens verschwendet. Ich werde Liam J. deswegen niemals verzeihen. Ich hoffe, er stirbt. Warte mal, ich bin noch nicht fertig. Gucken wir uns mal Liams Insta an. What the fuck? Ist das Weed? Hahaha. Die Schleife 7 ist nie rausgekommen. Wer zur Hölle ist Alex Keller? Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Liams Twitter ist komisch. Sein Twitter ist voller unlustiger Memes, Sachen, die ich nicht verstehe, und es ist der Ort, wo er nach Fragen fragt. Ernsthaft, warum brauchst du eigentlich so viele FAQs? Fällt dir wirklich nicht mehr ein? Ich will nichts mit TikTok zu tun haben. Okay, jetzt wird es tatsächlich ziemlich interessant. Denn Liams Scratch-Account ist ehrlich gesagt pures Gold. Wir haben solche Klassiker wie The Cracked Picture, Don't Be Stressed, Science in the Hole, Make Me Happy 1 und 2 und natürlich You Are Not Alone. Warte mal. Ich bin nicht alleine? Du bist doch dieser Louis Pavlak. Ja, das bin ich. Warum bist du hier? Der Liams Hai hat mich gesendet. Irgendwelche letzte Worte dulden du? Nee! Och, alles klar. What the fuck? Jetzt bin ich dran. Wie vorhin gesagt, sind Liams Spiele auf Scratch ziemlich interessant. Wie als Beispiel sein neuestes Spiel, Level Up 2 Zoll Unreality. Wow, klingt ja ziemlich kacke. Gucken wir uns das Spiel mal genau an. Sehr passende Musik, nicht wahr? Warum heißt das Spiel Level 2 Up? Warum ist Realität groß geschrieben, aber nicht A und neu? Warum ist da ein Punkt? Warum sind Tank Controls an? So viele Fragen in so kurzer Zeit. Tolle Grafik. Oh, hallo Navi. Wake up, wake up. Ich mag, wie da keine Musik ist. Okay,
ich muss kurz stoppen, denn ich habe ein Problem. Wieso kommen beim Reden der Charaktere Sounds, wenn sich der Text nicht bewegt? Normalerweise in einem Spiel mit Dialog kommt das vor, dass sich der Text selbst schreibt. Warum kommen bei Liams Spiel dann Dialog-Sounds vor? Ach so, macht Sinn. Warum ist das Baby schwarz? 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 Da sind doch zwei gelbe Mütter. Warum muss ich dieses Ding töten? Es tut doch nichts. Nachdem wir dieses Viech getötet haben, wird unser Feenpartner von einem Portal geschluckt, wo wir auch reingehen. Das ist das einzige Mal, dass wir reden, by the way. Level Up 2 ist ein Spiel, wo man in verschiedenen Leveln überleben muss. Man kann mit E sein Schwert rausblocken lassen und später mit Space seinen Bogen nutzen. Klingt langweilig? Ist es auch. Das Beste am Spiel sind aber die Bosse. Wie zum Beispiel dieser Typ hier oder dieser Fisch oder Liam selbst. Heilige Scheiße, Liam hat mich Fortzi genannt. Diese Szene erinnert mich an was? Das Spiel ist kein Bubsy 3D, aber es ist ziemlich langweilig. Ich glaube, ich habe schon alles über Liam gesagt, was ich sagen will. Deswegen werde ich das Video hiermit beenden. Wird schon langsam dunkel. Gibt dem Video einen Daumen nach oben und votet mich beim User Vote. Ich hoffe mal, Liam nimmt das Video nicht so ernst. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Mein Haus. Wir müssen reden, Domtenso. Weißt du was? Nee! Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße.